Hallo, herzlich willkommen und schön, dass ihr auf meinem Kanal seid. Die Umfrage hatte ich gestartet und die Mehrzahl wollte die Pakete vorweg schon sehen, was bis jetzt für den Kimco Super 8 schon angekommen ist. Und hier präsentiere ich euch, was für den Kimco angekommen ist. Was ich gekauft habe, das heißt für mich, und was ich extra für den Kimco Super 8 gekauft habe. Nicht vergessen, dieses Mal muss in einer Ecke Werbung rein, oder ich möchte es zumindest reintun. Womit fangen wir an? Ich glaube, wir fangen mit der leichtesten Sache an. Und zwar, das kam heute an. Reicht sogar schon. Das kam heute an. Und das sind ganz genau die beiden Lager plus Simmerringe, die heute angekommen sind. Für die Kurbelwelle zum Lagern. Bin ich ganz glücklich drüber, weil das ging wirklich flott. Das hätten wir. Das nehme ich natürlich auch gleich mit rein. Und die Lager allein kommen ins Eisfach. Fangen wir nicht an. Wir sind ja schon mitten dabei. Nimm ich dieses. Einmal öffnen. Da haben wir Dichtpaste. Das ist Dichtpaste. Ist natürlich alles zugeklebt hier. Ihr wisst Bescheid. Ich nehme sie natürlich auch noch mal raus. Öffne sie noch nicht, aber ich nehme sie schon mal raus. Das Ding wollte ich eigentlich, oder habe ich gerade noch dran gedacht, aber es war doch schneller als ich. Ja, meine Jacke habe ich auch schon eingesaut, wie man so sieht. Ist auch schon wieder schmutzig. Oh, die wurde aber ganz schön gepresst hier, mein lieber Mann. Mal gerade machen. Angeschlagen ist sie Gott sei Dank nicht. Das wäre die Dichtmasse. Gar nicht mal so schlecht, diese Paste. Möchte ich nur noch mal so nebenbei sagen. Die ist ganz gut. Preis, ja, ist okay. Habe ich ja schon mal in den ein Video erzählt, wo ich alles aufgelistet hatte, ne? In dem letzten Video, was war, genau. Gut, das kam auch an. Das könnte man sich wahrscheinlich so sogar schon vorstellen, was das sein kann. Quadratisch, eckig. Ich suche mal die Öffnung. Jetzt muss ich selbst erstmal die Öffnung suchen. Auspacken. Hier ist nämlich verklebt. Ah, hier. Okay. Ich öffne das Paket von hier. Dazu brauche ich natürlich auch noch ein Cuttermesser. Das ist immer lustig verpackt, möchte ich sagen. Statt sowas in die Mitte reinzupacken, nein, da wird es seitlich einfach reingestellt. Und weil das wäre jetzt oben. Oh, hier ist sogar noch ein Aufkleber drauf. Von daher kommt der Zylinder. Ne?
Und so sieht das, sah das aus. Das wäre jetzt unten gewesen. Ne? Hätte man noch ein bisschen besser verpacken können. Das, weil hier sieht man, ja, hier ist das Paket, ist nämlich leicht gestaucht. Was haben wir denn hier? Ihr wisst es. Oder habt es gerade gemerkt. Ach so. Ich mach das mal so. Naraku. Ne? Habe ich extra ausgewählt. Das ist so ein Mittelwert vom Preis. Ne? Das geht noch. Ich hoffe, es ist auch heil geblieben. Ja, es sieht gut aus. Als erstes kommen mir die Dichtungen schon entgegen. Das sind die Dichtungen. Fuß, Kopf, Auspuff. Ne? Dann haben wir, halt, hier sind sie. Dann haben wir, hoch, die beiden Kolbenringe. Ne? Beide Kolbenringe. Schön vorsichtig immer sein damit. Und hier ist auch noch was drin. Das hole ich als erstes raus. Kolbenbolzen. Splinte. Das sind zwar nicht unbedingt die Splinte, die ich mag, aber sie funktionieren auch. Ne? Was ich jetzt vermisse, genau, mein Weizenlager ist noch gar nicht da. Ich brauche ja auch noch das Weizenlager. Ist auch noch nicht da. Hier haben wir den Zylinder. Sieht doch schon mal so ganz gut aus. Ne? Ich nehme mal den, schieb mal den Kolben. Der Kolben. Ja. Und das ist natürlich auch ein Originalzylinder, also kein Sport oder ne, vergrößert. Das ist ein ganz normaler Zylinder. Und ich gucke mir hier mal kurz nur was an, dass ich euch auch sagen kann, wie ich ihn finde. Ja, der ist okay, der ist richtig gut. Och, Moment, machen wir mal so, der ist richtig gut aufgebaut. So, so könnt ihr was sehen. Und nicht so wie die ganz günstigen teilweise, ne? Kanäle können sich sehen lassen. Das sieht richtig gut aus. Das sieht wirklich richtig gut aus. Ja. Muss ich schon sagen. Schön. Kolben packe ich wieder rein. Ja, der gleitet richtig schön rein. Also da ist schon was hinter, ne? Wenn man wenigstens so einigermaßen vernünftig Marke nimmt. Ne? Also ich werde auch bei mehr in Richtung Marke jetzt bleiben, egal was ich kaufe. Ich möchte nicht mehr dieses 0815 haben, auf keinen Fall, nicht unbedingt. Man sieht teilweise, was passiert und was so kommt, und ich möchte lange oder länger was davon haben, als wenn ich was Günstiges nehme. Deshalb habe ich auch gesagt, hier kommt auch gleich was Anständiges rein, und in der Hoffnung, dass dann alles gut ist. Das heißt, Nadellager muss ich noch ein bisschen warten. Und die Kurbelwelle. Dann wäre der Motor komplett zum Zusammenbauen. Er muss natürlich auch noch gereinigt werden. Und da habe ich euch ja gesagt, da habe ich ja von mir aus, was dann auch hier bei mir natürlich bleibt,
eine Wanne bestellt. Und die Wanne, da möchte ich ja auch mal was ausprobieren mit dieser. Und zwar dieses Teil habe ich jetzt schon mehrfach gezeigt gehabt. Mit Druckluft und richtig warm Wasser und ein Schuss Priel. Dazu habe ich mir extra das Teil gekauft, dass ich nicht irgendwo oder dass irgendwo was hinläuft, jetzt Fette, Öle, Benzin, wie auch immer. Und dafür habe ich mir extra diese Wanne gekauft. Tja, es wird immer mehr und immer mehr. Dann wollen wir uns doch mal die neue Wanne anschauen. Extra zum Reinigen, extra angeschafft. Auch was Höheres und darauf kam es mir jetzt an. Ich hätte es natürlich auch mit dieser anderen Wanne, die ich immer drunter lege, wenn ich den Motor reinige oder so, aber das ist einfach zu flach. Ne? Die ist zwar aus Alu, aber diese hier ist aus Kunststoff und hat eben eine gewisse Höhe und eine gewisse Festigkeit. Für euch jetzt noch mal eine vernünftige Aufnahme, dass ihr auch sehen könnt. Toll, oder? Da passen schön Motorteile rein und sie ist recht stabil. Ne? Kostet ja auch 14 Euro oder was das war. Ja, ich glaube, die kamen, das war sogar ein bisschen teurer, als hier eigentlich steht. Die habe ich gar nicht mit aufgelistet. Nein, ja, weil sie zu mir gehört. Die Wanne. Du gehörst zu mir. Okay. Schön. Und schön stabil. Damit kann man schon was anfangen. Das heißt, da kann man jetzt auch mal aussprühen, wenn ich was zu reinigen habe, was vielleicht ein bisschen leichter einfällt, als so zu schrubben. Ne? Probieren. Das ist ja eine Probe, wofür ich das extra alles geholt habe. Ob das so funktioniert, wie ich es mir erhoffe. Ich erhoffe es mir. Ja, das war das. Soweit. Also, wir warten jetzt noch, wie ich schon sagte, auf das Weizenlager für den Kolben, für den Bolzen und auf die Kurbelwelle. Dann ist alles da. Das heißt, dann kommt der Start zum Zusammenbau. Ist doch nicht schlecht, oder? Ja, Kaffee habe ich mir auch mitgenommen. Und heute ist ganz schön kühl, mein lieber Mann. Dann war ich heute auch noch mal unterwegs. Und zwar in Lebenstedt. Und hat mir was angeguckt, was mir sofort zugesagt hat. Was ich mir angeguckt habe und was mir zugesagt hat. Es wird wohl noch ein bisschen dauern, aber das stelle ich euch natürlich auch vor. Ja, das kostet normalerweise, ich sage es lieber so, es kostet normalerweise richtig Geld. Lasse ich jetzt mal offen. Weil das ist eine andere Sache. Das ist eine ganz andere Sache, wo von euch keiner drauf kommen wird. Auf jeden Fall, wir sehen uns im nächsten Video. Und ich muss noch was anbauen. Ich muss noch was an den Transformers anbauen. Mal gucken, ob ich das heute noch schaffe. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, habt noch einen schönen Samstag und natürlich auch einen schönen Sonntag. Tschüss.